Beim alle Jahre stattfindenden Flensburger Dampfrundum gab es einst nicht nur zahllose Schiffe zu bestaunen, sondern auch Dampfloks. Auf dem heute nicht mehr angebundenen Hafengleis wurden am 14. Juli 2001 die Schnellzuglok 012-100-4 und die Personenzuglok 24009 den staunenden Besuchern präsentiert. Die 1940 von der Berliner Maschinenbau AG gebaute Dreizylindermaschine 012-100-4 wurde am 31.05.1975 beim BW Rheine ausgemustert und erst 10 Jahre später im Rahmen der 150-Jahr-Feierlichkeiten der Bundesbahn wieder in Betrieb genommen. Bis 2006 war sie, zuletzt unter der Regie der Rendsburger Eisenbahnfreunde, im Sonderzugverkehr unterwegs. Heute steht sie leider kalt in Oberhausen. Das ist unser Handwerk, wo der Uhrmacher die Schritte braucht, dann nehmen wir einen Hammer für. Die Möglichkeit zur Besichtigung des Führerstandes wurde eifrig genutzt. Aber für mich war das Highlight der Veranstaltung damals der andere Dampflokstar. Die 24009 wurde 1928 von Schichau in Elbing gebaut. Mit ihrem großen Kohle- und Wasservorrat war die Baureihe für lange Strecken im Flachland konzipiert. Bis 1972 bei der Reichsbahn der DDR im Einsatz, wurde sie danach in den Westen verkauft und war vor zahllosen Sonderzügen im Einsatz. Ihre letzte aktive Zeit erlebte sie bis 2007 vom BW Dieringhausen aus. In den hohen Norden kam sie daher höchst selten, sodass die Möglichkeit zur Besichtigung und vor allem zur Führerstandsmitfahrt schon etwas ganz Besonderes war. Heute steht sie kalt im BW Gelsenkirchen-Bismarck. Wir sind ja auf der Lok der Baureihe 24009. Die Lok ist im Baujahr von 1928. Ist dafür gebaut worden, um auf langen, flachen Strecken Personenzüge zu ziehen. Wir hatten eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h vorwärts und 50 km/h rückwärts. Wir haben unsere Kesselausrüstung oben mit unserem Kesselmanometer, wo wir einen maximalen Kesseldruck von 40 bar erreichen können. Hier links und rechts die Wasserfilmeinrichtung, um zu sehen, wie viel Wasser im Kessel vorhanden ist. Dann haben wir hier in der Mitte den Dampfregler, den Dampfhorn in die Zylinder zu geben. Hier das Steuerrad, das Drehen auf vorwärts oder rückwärts. So, können wir mal einen Blick ins Feuer werfen? Vorsicht! Dann hier an den Hebel mit beiden Händen und dann kräftig dran ziehen. Fest!
ausgelegt.